Der Bean ist ein Superorganismus mit über 40.000 Individuen, einer komplexen Organisationsstruktur und einer Kommunikation über Düfte und Tänze, sowie von unschätzbarem Wert für unser Ökosystem. Seit über 7.000 Jahren hält der Mensch Bienen und er ist nicht nur dem Honig verfallen, sondern auch den faszinierenden Rätseln, die von diesem Wesen ausgehen. Ich bin Johannes und Gründer von Stadtbienen. Für interessierte Menschen bieten wir einen Zugang zu Honig und Wildbienen. Für den perfekten Start in dein Imkerleben haben wir den Jahresimkerkurs. Hier lernst du alles, was du brauchst, um Bienen halten zu können. I really enjoy beekeeping. It's fun and calming at the same time. It's made me more aware of nature and what's happening around me and how everything is connected and how animals and insects and plants are beneficial to one another. Wir von den Stadtbienen sind für einen undogmatischen Zugang zur Bienenhaltung. Wir möchten unseren Teilnehmern das Imkern naturnah beibringen. Wir imkern ökologisch. Und bei uns geht es nicht um den maximalen Honigertrag. Den Kurs fand ich insgesamt sehr umfassend und informativ. Wir haben sehr viel über das Leben und die Verhaltensweise der Bienen gelernt. Also was mir besonders gut gefallen hat, war, dass ich mich komplett begleitet gefühlt habe. Nicht nur mit theoretischem Fachwissen, sondern auch ganz praktisch mit den spezifischen Arbeitsschritten. Auch mal das Wachs anfassen, wir können bei den Bienen reinschnuppern, das macht man alles bei den Stadtbienen mit viel Respekt zur Natur und viel Freude. This is also a feel-good hobby, knowing that you are giving back to nature in somehow. In Zukunft möchte ich selber Bienen halten, deswegen war der Kurs auch sehr wichtig für mich. Also ich würde schon sagen, dass ich mit viel Selbstvertrauen durch mein erstes Bienenjahr gekommen bin. Unseren Jahresimkerkurs bieten wir bestimmt auch in deiner Stadt an, sowie in vielen anderen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Für mehr Infos und die Anmeldung geh auf stadtbienen.org. Bis bald!